Was denken Sie, macht Kinder stark, so aus dem Bauch heraus? Kinder macht stark, sich selbst zu erfahren, in unterschiedlichen Bereichen sich auszuprobieren. Kinder macht stark, Eltern zu haben, andere erwachsene Bezugspersonen, die an sie glauben, die ihnen Freiräume geben, sich auszuprobieren. Kinder macht stark, andere Kinder zu haben, Freunde zu haben. Kinder macht stark, eine Gesellschaft, die ein Auge auf Kinder hat und denen was dran liegt, dass Kinder gefördert werden, früh gebildet werden. Was mir jetzt oft begegnet, ich interviewe ja auch Erzieher und Kita-Leiter, mir begegnet oft so eine negative Grundhaltung dagegenüber, dass man sagt, jetzt müssen wir was verändern. Was sollen wir denn verändern? Wir machen doch schon so viel. Uns wird überhaupt nicht entgegengekommen. Wir haben einen schlechten Schlüssel. Das fällt mir jetzt nur gerade ein. Also die Situation ist nachvollziehbar. Einerseits haben wir die Wissenschaft, die stellt diese Bildungspläne, Rahmenpläne auf, die im Prinzip nur ein Katalog von Forderungen sind, Anforderungen an Erzieherinnen, an Fachkräfte. Und auf der anderen Seite sehen wir, es gibt diesen deutlichen Ausbau an Betreuungsmöglichkeiten, einmal für die Kinder in den ersten drei Lebensjahren, dann auch für Schulkinder als Ganztag. Und es gibt ab nächstem Jahr den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Und Bundesländer, Kommunen, Träger sind jetzt in der Pflicht, das zu organisieren. Und was tun sie? Wir sehen, dass einzelne Bundesländer die Anforderungen, die Qualitätsanforderungen an die Kita aufweichen, mit Blick auf das Personal, das Eingang finden soll, mit Blick auf die Gruppengrößen. Es gibt in einzelnen Bundesländern das Modell der Großtagespflege, dass also nicht 3, 4 Kinder in einem familienähnlichen Kontext betreut sind, sondern bis zu 10. Und da kann ich diese Unzufriedenheit durchaus verstehen. Und was wir auch ansprechen müssen, sehen müssen, ist die Bezahlung, die Vergütung von pädagogischen Fachkräften ist katastrophal. Was wünschen Sie sich für die Bildung, Betreuung und Erziehung aller Kinder in Deutschland? Ich wünsche mir, dass wir diesen Schwung, den wir jetzt gerade erleben in der Bildungsdebatte, beibehalten und dass wir möglichst viel vor Ort anstoßen, dass wir neue Kitas finden, dass Kitas sich weiterentwickeln in ihrer Qualität, dass wir in unserem Verständnis von Betreuung, Erziehung, Bildung dem Kind gerecht werden. Und mit Blick auf die ganze Gesellschaft wünsche ich mir, dass wir dann auch bereit sind, die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das waren einige Gedanken. Was denken Sie? Verbinden Sie das für mehr Anschwung.